Und hiermit herzlich willkommen auf dem Lieperwinkel Winkel und bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Lenz, wer mich noch nicht kennt. Hier mein Kanal und ich möchte hiermit gerne die Gunst der Stunde nutzen und die Karte etwas vorstellen und hiermit auch einen neuen Spielstand, den ich hiermit beginnen möchte. Der lieperwinkel Winkel mit seiner Stille und unberührter Natur, ein Kleinod für Erholungssuchende, lässt Sie den Alltagsstress schnell vergessen. Die ruhige und auf der Insel Usedom einzigartige, idyllische Lage und das gemütliche Ambiente des Rankewinzer Hafens mit dem traumhaften Blick auf den Peenstrom ist der ideale Ort, um die Seele baumeln zu lassen. So ist der Klappentext von einer Urlaubsseite, die ich gefunden habe, um einmal mal ein bisschen zu zeigen, wo es sich hier abspielt. Wir sind auf der Insel Usedom und ja, man sieht es da schon ganz gut. Ähm dass es da der obere Zipfel ist, das ist der Lieperwinkel, wir können uns das Ganze auch noch mal eben auf der Karte angucken. Das Ganze sieht dann so aus, der Lieperwinkel, ähm, dieser Zipfel ähm, da als Satellitenbild. Ähm, wie genau das jetzt eins zu eins nachgebildet, nachgebaut ist ähm, gucken wir uns gleich noch mal an. Ich glaube, es ist aber eine reine Inspiration aus dieser Landschaft, aus dieser Gegend. Und dementsprechend eher nachgebildet und ein bisschen mit der Fantasie aufgewertet. Genau, wir sind hier auf dem Hof, ähm, den ich gerne bespielen möchte. Und so wie ihr ihn jetzt hier vorfindet oder seht, ist er auch ganz normal als Starthof eingestellt. Ähm, ich möchte den natürlich erstmal genau so zeigen, dass ihr so ein bisschen einen Überblick über die Karte bekommt. Sämtliche Fahrzeuge sind hier schon als Startfuhr. Park ähm, eingerichtet worden. Ganz cool ähm, ist, dass die alle eine Abnutzung schon eingetragen haben. Also, das sind alles keine neue Fahrzeuge mehr, sondern ähm, ihr übernehmt hier sozusagen einen Hof, der voll ähm, ja voll in der Bewirtschaftung steckt. So. Wir haben hier einen Kuhstall, gülle Güllefass, wir haben, möchte ich mal sagen, hier ein Keilsilo, wir haben auch hinten noch ein, ein Fahrsilo, wir haben Presse, wir haben. Wir haben im Prinzip alles, was das Herz begehrt, und eben diesen schönen Hof mit wunderschönen Ecken ähm, auf dieser wunderschönen Karte. Ich hatte das schon das ein oder andere Mal gesagt, ähm, dass ich schon die Möglichkeit hatte, mir diese Karte anzugucken, wo ich nach schönen Singleplayer-Karten gefragt wurde. Und da war diese Karte halt immer eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, ähm, um zu sagen, was ich mir unter einer schönen Singleplayer-Map vorstelle die von der Größe halt sehr gut alleine zu bewerkstelligen ist und andererseits aber auch schön abwechslungsreich ist. So ein paar schönere Ecken habe ich schon am Anfang mal eingeblendet, die man irgendwie gerne, also die ich gerne gezeigt hätte. Das ähm, habe ich dann eben ein bisschen zurechtgeschnitten. Das sind eben solche Feld- oder Feldweg-Einfahrten oder ja eben wo es so ein bisschen in die Landschaft geht. Dann aber auch wenn man hier mal eben über die Leitplanke hinüber guckt. Ähm, auf den Hof dann hinweg sind das doch irgendwie wunderschöne Winkel, die man hier auf der Karte findet. Und ähm, na, hier kann man sich Wasser holen. Ähm, auch viele Ecken zwischen den Feldern. Also auf den Feldwegen ist es einfach sehr idyllisch. Und ähm, ja, wenn ihr da mal mit dem Mähdrescher oder mit dem Gruber unterwegs seid, dann merkt man das auch und äh, guckt sich das ganz gerne auch mal. Eine Außenperspektive mit der Drohne etc. an und genießt einfach diese Idylle, die diese Karte hier dann irgendwie darstellt. Ja, ähm, ordentliches äh, Netzwerk an Feldwegen gibt es hier auf der Karte. Wir schauen uns jetzt mal eben die PDA an. Ihr seht schon, ich habe sämtliche Mods schon mit im Ordner drin. Das liegt daran, weil ich natürlich gerne auf dieser Karte dann auch starten möchte. Das wollte ich ähm, dann machen, wenn die Karte eben auch zur Verfügung steht. Ja, äh, wir haben hier den Haupthof zwischen der 5 und der 6. Das könnt ihr, glaube ich, gut sehen. Die PDA, ähm, also die PDA, die Kartenübersicht, die das sieht man vielleicht auch am, am Stil schon. Die hat der Joki wieder gemacht. Auch aus dem Map-Team vom, vom Vertex Design Map-Team. Wir haben, wir haben hier Feldergrößen von 0,5 Hektar bis. Ich glaube die 25 zum Beispiel ist ein großer Schlag mit vier bis fünf, vielleicht sogar sechs Hektar Aber viel größer wird es dann auch nicht. Also, ähm, das ist ganz schick. Und das nochmal, wenn man jetzt hier ein bisschen rauszoomt, also hier sieht man auch Lieber Winkel von Polo G4. Vielen Dank an der Stelle, Polo. Schicke, schicke, schicke Karte. Ist das die V1? Und das Bedeutet, dass diese Karte auf einer Standardgröße ist, das stellt dieser Rahmen insgesamt dar, die aber noch nicht komplett ausgebaut ist. Das heißt, dieser Teil ist der einzige ausgebaute Rahmen bisher aus der Karte und alles, was hier noch leer ist, wird in einer V2, in einer V3 eventuell eben nochmal nachgebaut oder zusätzlich hinzugefügt. Das hat Polo deshalb gemacht, ähm, oder Sven, sage ich jetzt mal, können wir auch mal uns besser kennenlernen hier und mit Namen ansprechen, ähm, um eben selber auch eine Karte erstmal auf dem Spielstand zu bekommen, sie fertig zu bekommen, sie im Spiel zu haben und selber dann auch ein bisschen spielen zu können. Und dann nach und nach, immer wenn die Familie, also Privates und der Beruf das zulässt, in der Freizeit noch weiter dran arbeiten zu können, dann eben eine V2 oder V3 zu ermöglichen. So hat er dann eben selber den Spaß, dass er nebenbei spielen zocken kann ähm, und andererseits aber auch immer ähm, ja wieder an der Karte etwas basteln kann und gleichzeitig die Karte aber eben auch zur Verfügung stellen kann, so dass auch andere schon darauf spielen können. Finde ich ist eine ähm, coole Methode. Deshalb da auch noch mal ein Dankeschön, super Geschichte. Genau, dann habt ihr im Video, glaube ich, auch schon die Getreidemühle gesehen, die man jetzt hier im Hintergrund, glaube ich, ganz gut sehen kann. Ich müsste jetzt mal hier eben den Feldrand ähm, entlang gehen. Aufpassen, dass ich mir hier nicht an den Brombeeren die Arme blutig reibe. Hm. Genau, da haben wir dann den Eingang dazu. Gleich mit einer Waage auch dazu. Auch ein sehr schönes Gelände. Und was ich dann eben auch eingeblendet habe, ist, wenn man hier im Hintergrund oder im Hintergrund. Dahinter geht, haben wir den Fußballplatz vom ähm, Lieber Sportverein und auch sowas hier, SV Liepe 09, äh, wie immer, finde ich, find ich cool, äh, macht das Ganze irgendwie lebendig. Ne? Und dieses Dorf ist halt auch jetzt schön angedeutet, das ist jetzt kein überladenes Dorf, wo man irgendwie ähm, drei Jahre und ähm, fünf Nächte durchfahren muss, aber es zeigt eben schon, dass hier Leben in der Bude ist auf der Insel. Und wie wir ja eben gesehen hatten, ist es ja auch eher eine touristische Insel. Also ich, ich war selber noch nicht auf Usedom selber, aber ähm, vielleicht, vielleicht lädt die Karte ja dazu einmal vorbeizufahren und abzugleichen. Genau. Ja, hier an einigen Stellen kommt man dann eben ans Ende. Also hier kann ich jetzt nicht weitergehen. Das ist dann eben die Kollision, die Sven dazu eingebaut hat, um eben diese V1 auch so zu machen und so spielbar zu machen. Dass ihr nicht irgendwie suchen müsst und in der Walachei, wo nichts steht, umfahren müsst, sondern eben in den spielbaren Bereichen um, umherfahren könnt. Genau. Jo, das, äh, glaube ich, soll es dazu erstmal sein. Ich glaube, dann geht es für mich in die Richtung, wir richten uns den Spielstand hier ein, ähm, den Fuhrpark einrichten. Was ich mich frage, ist äh, Biomasse-Heizwerk. Äh, das ist ähm, ja, da hinten. Ihr kennt das Biomasse-Heizkraftwerk vielleicht schon von uns aus Rade. Da hatten wir das in Betrieb genommen. Ähm, genau. So sieht das Ganze aus. Kann mit Holzpellets, mit Stroh gefüttert werden und eben zur Energie nur genutzt werden. Man kann hier hinten noch weiterfahren. Hm, genau. Äh, ja, ihr seht schon. Hier kommen wir hinten bei der 18 raus. Hier könnt ihr auch ins Waldgebiet noch fahren und äh, ich weiß nicht, wenn Forstbedarf da ist, dann auch noch ein bisschen Forst machen und ja, diese schönen Ecken hier halt genießen. Vorfahrt gewähren. Kirche, die, die hinten rausguckt. Ich frage mich, um auf dieser Karte zu starten, welche Bodenarten wir haben. Ich habe Precision Farming natürlich aktiv, aber noch nicht äh, die Bodenkarten mir jetzt ähm, oder freigeschalten. Hm, was ich mir vorstelle, ist, wenn ich mir das jetzt nochmal hier einblende, die Karte, ähm, und wir hier auf einer Insel sind, ähm, und zwar Usedom. Der eine oder andere wird es kennen. Wir sind hier schon sehr weit im Osten. Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, hier, hier haben wir schon Stettin und wir sind genau an der Küste. Wir sind hier, ähm, gut, wir haben, noch, wir haben noch mal hier eine Landgrenze, aber insgesamt ist hier alles Wasser rundherum und ich stelle es mir dann eher sandig vor von den Böden. Ähm, falls einer von euch das weiß oder schon mal da war oder sich da ein bisschen auskennt, könnt ihr mir das gerne mal zurückmelden. Das würde mich halt schon interessieren, gerade was die Gerätewahl dann aus, äh, angeht. <laughs> Sprich, sandigere Böden, leichtere Böden dann eher in einer flachen Bearbeitung ansetzen. Dann lässt sich auch eventuell ein bisschen mehr in die Arbeitsbreite gehen bei weniger PS-Leistung. Ähm, da müssen wir dann vielleicht gar nicht so viel, mh, so große Schlepper da haben. Ähm, bei den Schleppern bin ich mir sowieso noch ein bisschen unsicher, ähm, bis welche PS-Klasse wir da eigentlich brauchen. Und ähm, ja, wenn man sich dann auch nochmal die Felder hier anguckt, das blende ich nochmal aus. Äh, das sind jetzt die Flächen, die schon zum Hof dazugehören: 5, 6, 7, 9, 13. Sind von 0,6 Hektar bis 2,3. Und zum Verkauf sind hier eben Flächen bis zu 5,21 Hektar. Ja, aber alles andere ist eben im, ja, also unter ein Hektar sind jetzt hier auch nicht so viele, aber ich würde sagen im Schnitt zwei Hektar, ne? Sind Im Schnitt zwei Hektar vielleicht. Vielleicht sogar ein Stück drunter, ne? 1,75 vielleicht im Schnitt. Hier haben wir genau einen Hektar oder einen Hektar 04. Ähm, ja. Sprich, wir müssen auf jeden Fall, wenn man guckt im Shop, oh, jetzt hat sich hier der Verkehr gestaut, ähm, denke ich auf jeden Fall im Fuhrpark ein bisschen auf die Wendigkeit achten. Dass wir hier jetzt nicht die, das ist übrigens hier der Händler. Hans-Meyer Landmaschinen, Landtechnik, Kommunaltechnik, Gartentechnik. Ist auch ganz schick geworden. Auch hier ist Leben da. Wenn ich mich nicht irre, genau sieht man hier auch ähm, Mitarbeiter über das Gelände laufen. Ähm, genau, dass wir eben nicht die gezogenen Geräte, nicht zu lange Geräte eben fahren, sondern eben eher auf Wendigkeit setzen. Grünland dann natürlich für die Kühe. Das wäre die Idee. Ähm, Kartoffeln brauchen wir nicht. Ähm, ja, Butteranbau ist natürlich Grünland an oberster Stelle. Dann aber auch Mais könnten wir sehr gut anbauen. Hm, ja. So, erstmal meine Ideen dazu. Vielleicht könnt ihr ja noch mal sagen: Auch hier übrigens auch ein sehr schöner Winkel, der lieber Winkel ähm, mit dieser Weide am Wasser. Auch übrigens sehr klassischer oder Klassiker. Ne? Das sind beide Weide hier. Ähm, eine sehr ähm, wasserliebende Baumart. Ähm, von daher passt sie sehr, sehr gut an so ein, an so ein kleines Bächlein. Ja, auch von da hinten hatte ich, ähm, hatte ich schon Bilder gezeigt in der Übersicht. Das ist auch eine sehr schöne Gegend hier. Mal mit dem Feldweg entlang gefahren. Kommt hier so eine Überfahrt ähm, auch zum Wald und zum Acker hier. Und zum Grünland tatsächlich auch, ja. Das ist, glaube ich, genau das ist auch eine Futterweide hier. Hm, wo bin ich denn? Genau hier. Auch schön markiert in der Kartenübersicht. Auch hier ist nochmal eine Schafsweise Weide. Ich sollte das Video beenden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Eindrücke von der Karte gewinnen und habt Lust mit mir hier in das Projekt zu starten. Im und auf dem Lieperwinkel, wie man es richtig sagt, weiß ich noch nicht. Auf dem Lieperwinkel würde ich fast sagen, weil wir auf Usedom oder sollten wir lieber sagen, auf Usedom im Lieperwinkel. Ähm, Landwirtschaft auf der Insel. Das wäre das Motto. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann lasst das gerne alles da, was kostenlos ist. Ein Kommentar, vielleicht einen Daumen oder wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann auch ein Abonnement. Und dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.